Hallo Pilzfreunde, ich bin's wieder, euer Charlie, befinde mich hier wieder bei Kirspe im Sauerland und in dieser wunderschönen waldigen Gegend und möchte heute nochmal in die Pilze gehen, wie so häufig. Ja, dann lade ich euch ein, kommt mit und dann drücken wir uns mal ganz fest die Daumen, dass wir was finden. Aber wie ihr mich kennt, werde was finden. Viel Spaß mit dem Film und triff, triff! Heute hat es mich mal in einen ganz anderen Wald verschlagen. Irgendwo bei Fort hoch, hier war ich mein Leben noch nicht. Ja, hier kann ich schon die ersten Semmelstoppler abernten. Und das klebrige Hörnchen kommt richtig mit Macht. Ja, und dem Flo, dem macht es auch schon Spaß. Soll ich nicht so sagen, wie das hier am Stinken ist. Die Stinkmorcheln, die kommen hier mit Macht. Hier sind noch ungeöffnete Hexeneier. Da kommt auch eins raus. Und hier steht der ganze Wald voll, wenn man sich hier so sieht. Der ganze Wald steht voller Stinkmorcheln. Es ist hier ein Gemüff. Aber dafür gibt es hier auch Pfifferlinge. Perlpilz, mal gucken, ob der noch gut ist. Ne, besser nicht mitnehmen. Doch dieses Exemplar wohl besser. Ja, noch schön jung und fest. Ja, das ist so ein kleiner Fichtenbestand. Pfifferlinge, ein schön große. Ah, noch ein Perlpilz. Na Flo, gefällt's dir? Mal gucken, was das hier ist. Ein Schönfußröhrling. Ja, und alleine ist er auch nicht. Also dieser Wald scheint sehr ergiebig zu sein. Überall stehen Pilze, hier ein grauer Wulstling. Wo man hinguckt, sieht man schon irgendwie immer ein Pilzwachstum. Wie hier. Und wenn man mal so in den Wald reingeht, da scheint hier doch ergiebig zu sein. Man muss ja nicht immer die alten Stellen abklappern. Ja, Kirspe ist so von Wäldern umgeben, da kann man ruhig hinfahren, wo man möchte. Ja, hier steht ein Okolytten am Wegesrand. Ich würde bald sagen, es ist ein Hexenröhrling. Ja, und zwar der netzstielige Hexenröhrling. Schönes Exemplar. Nehme ich mit. Also hier scheint niemand Pilze zu suchen. Der ganze Wald steht voll mit Perlpilzen. Ja, aus diesem Haufen Obst, nennen wir das mal Pferdeäpfel, wächst ein tintlingartiges Gewächs. Ein safrangelber Scheidenstreifling, einer von der dicken Sorte, wandert ins Körbchen. Das ist doch noch schön hier oben. Ja, hier liegt Brennholz, Brennholz, Brennholz. Ja, das ist Flo, der kleine Gebirgschihuahua. Ja, hier haben wir den braunen Scheidenstreifling. Zu erkennen auch an der Riefung. Ich halte jetzt mal den Safrangelben daneben. So, dann sieht man also, er sieht genauso aus, unterscheidet man halt nur durch die Farbe. Und beim Safrangelben ist der Stiel geschuppt und bei dem Rotbraunen ist der Stiel glatt. Hier wachsen ganz interessante Pilze, so keulenartige Gewächse, wie so kleine Hirschgeweihe. Keine Ahnung, was da für welche sind, aber die Experten, die kennen die bestimmt. Ja, hier wächst so ein ganzer Placken irgendwelcher Pilze. Und hier riecht es wie auf dem Friedhof. Alles voller Stinkmorcheln.
Ja, Flo, der Hochgebirgsschieber. Ja, was ist los? Ja, mal gucken, ob wir noch was finden. Perpils geht immer. So, ein sehr schönes Exemplar. Ja, hier wächst ein sehr hübscher gelber Mohn. Die beiden sind noch am Blühen hier. Ich werde mir wahrscheinlich mal so eine Samenkapsel hier mitnehmen. Ja, hier komme ich jetzt in einen Buchenwald. Da gibt es die ersten Pfiffis. Nee, das sind Täublinge. Ich werde die mal probieren. Ja, aber das dürften Pfifferlinge sein. Ja. Genau. Ja, im Laubwald sind sie noch recht klein hier. Pfifferlinge. Hier haben wir eine natürliche Quelle. Aus einem Berg hier, einem sogenannten Siepen. Kommt hier Wasser aus dem Berg raus und hier haben wir dann den Bach. Hier ist auch was ganz Interessantes. Hier ist eine Buche, die lebt übrigens noch. Die hat hier mitten in der Luft Wurzeln ausgebildet. Also ganz, ganz interessant, nicht? Hier komme ich in eine Gegend, hier steht überhaupt kein Pilz. Eine Art Hünengrab oder sowas, mitten im Wald. Ja, ist schon beruhigend, so ein kleiner Wasserfall. Und ein prächtiges Marönchen. Nee, dieses Marönchen bekommst du nicht. Ja, Pfifferlinge. Ja, und hier verstecken sie sich wirklich super gut. Guckt mal. Ja, die Perlpilze scheinen auch jetzt richtig zu kommen. Ein schönes Exemplar. Fingerhut oder digital ist, der verströmt hier einen Duft. Herrlich. Ja, hier wächst ein Täubling. Ja, ich werde ihn gleich mal probieren, aber ich denke, er schmeckt scharf. Auch hier in den kleinen Tannen, ein paar Pfifferlinge, alles so kleine. Das sind grünblättrige Schwefelköpfe. Ja, das hier ist ein gelber Wulstling, ein Narzissengelber Wulstling. Jo, der ist allerdings giftig. Ja, hier steht schon ein ziemlich angefressener flockenstieliger Hexenröhrling. Den lasse ich aber im Wald. Ja, und Pfifferlinge scheinen es ja dieses Jahr wirklich satt und reichlich zu geben. Das lohnt sich ja echt. Ja, Leute, ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Ich habe einigermaßen, das heißt also, schöne Mahlzeit und mehr wollen wir ja auch. Wir wollen die Natur nicht überstrapazieren. Mehr als man verzehren kann, sollte man sowieso nicht aus dem Wald nehmen. Ja, was haben wir gefunden? Also verschiedene
schön, ja, dann hier den Netzstilien Hexenröhrling haben wir, dann haben wir Vielfährlinge, wir haben Perlpilze, ja, Scheibenstreiflinge haben wir, Scheibenstreifling sehe ich, nicht, hier noch ein Perlpilz, ja, und ein paar Semmelstoppler haben wir auch noch, ja. Werde ich mir jetzt schmecken lassen. Ich sag mal, trüff, trüff, bis zum nächsten Mal und viel Vergnügen mit diesem Film.